Ich heiße Rainer Frank, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ludwig-Maximilians-Universität. Heute geht es um das Thema Kindesmisshandlung. Als erstes sehen wir eine Szene, in der Eltern ihr Kind in die Klinik gebracht haben, das bewusstlos war, ein Säugling im Alter von 6 Monaten. Und im Gespräch geht es darum, den Eltern den Befund des Kindes darzulegen, aber dann auch die Möglichkeiten der Entstehung zu besprechen. Die Schwierigkeit im Gespräch besteht darin, dass 2 gegenläufige Dinge vereinbart werden müssen. Ich muss versuchen, einen Draht zu den Eltern zu finden und eine Beziehung aufzubauen. Das heißt, möglichst viel Gemeinsamkeiten zu entwickeln, einerseits. Und auf der anderen Seite ist das Konfliktthema Gewalt in Wirkung, das ein Vorwurf an die Eltern ist, nicht vermeidbar. Das ist die besondere Schwierigkeit in diesem Gespräch. Mein Name ist Martina Heinrich. Ich bin Oberärztin hier in der Kinderchirurgischen Klinik am Dr. von Hornerschen Kinderspital. Für mich persönlich denke ich, wenn ich so ein Gespräch mit Eltern führen muss, wo ich sie mit konfrontiere, mit dem Verdacht, dass es eine Misshandlung vom Kind sein könnte, ist erstmal, glaube ich, wichtig, dass man bei den Fakten bleibt, dass ich erstmal den Eltern versuche, von meiner Seite den Befund zu erklären. Das heißt, was für ein Verletzungsmuster habe ich, was ist überhaupt medizinisch jetzt sozusagen der Befund. Und dann sozusagen nochmal erst versuchen, mir von den Eltern nochmal genau erklären zu lassen, wie sie es gesehen haben, was vielleicht wirklich vorgefallen ist. Und es geht natürlich von beiden Eltern, wo ich sage, okay, das passt nicht mehr zusammen. Das, was die Eltern mir erzählen, was passiert ist, passt nicht mehr zu der Verletzung. Da passt das Trauma nicht zusammen, der Zeitpunkt nicht zusammen. Und ich denke, diese Kopplung zu finden, wo ich ein Verletzungsmuster habe und die Geschichte der Eltern nicht mehr zusammenpasst. Herr Fischer, grüß Gott. Grüß Gott. Mein Name ist Heinrich. Ich bin die diensthabende Oberärztin hier von der Kinderchirurgie und wollte mit Ihnen jetzt noch mal kurz sprechen, weil Ihre Tochter zu uns gekommen ist. Sie ist im Moment bei uns auf der Intensivstation. Wie geht's ihr? Es geht ihr jetzt soweit gut, aber wir haben dieses CT gemacht, also ein Computertomogramm vom Kopf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine Bildgebung vom Gehirn gemacht haben, weil sie bei Ihnen zu Hause vorgefunden worden ist, dass sie erbrochen hatte und bewusstlos war, soweit ich jetzt verstanden habe. Genau, sie kam nach Hause und sie lag in ihrem Bettchen und war ja mit erbrochenem Fall, was nicht wirklich ungewöhnlich ist, hat sie öfter, dass sie nachts mal spuckt. Aber ich wollte sie aufwecken oder wollte an sie hin und sie hat sich nicht wirklich gerührt und ich bin natürlich dann sofort panisch geworden, habe meinen Mann geholt. Und ab dann fing sie an, dass sie die Augen aufgemacht hat, aber sie hat nicht sofort geschrien, oder? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Also sie war insgesamt müde irgendwie, oder? Ja. Auch wo sie zu uns in die Klinik kam, war sie deutlich von ihrem Bewusstsein eingetrübt. Das heißt, sie war sehr verlangsamt. Ja, genau. Und das war der Grund, dass wir so schnell nachgeguckt haben, ob im Kopf irgendwas nicht in Ordnung ist. Weil wir das in dem Alter mit Ultraschall nicht mehr erklären können, haben wir diese Röntgenuntersuchung gebraucht. Und was ist jetzt kaputt oder was ist irgendwie? Was wir gesehen haben, ist, dass sie eine Hirnblutung hat. Eine Hirnblutung? Und wo kommt sowas her? Also wie kann das sein? Also ich meine, sie lag in ihrem Bett, oder? Ja, ich habe geschlafen, ich weiß es nicht. Also wir sehen jetzt im Moment, dass sozusagen zwischen dem Gehirn und der Schädeldecke eine Einblutung ist. Wir sehen einen Hinweis dafür, dass eine kleine Bruch im Bereich der Schädeldecke ist und auch in dem Hirngewebe eine Veränderung ist im Sinne einer kleinen Schwellung. Und was passiert jetzt oder was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie jetzt eine sehr intensive Überwachung braucht, dass diese Blutung nicht weitergeht und dass wir sehen... Aber kann man das wieder richten? Das wird sich in diesem Ausmaß, wenn es so bleibt, wird das wahrscheinlich schon wieder gut werden. Aber für uns ist jetzt einfach die Frage, wie es zu so einer Blutung kommen konnte. Ja, aber jetzt nochmal. Sie hat jetzt eine Blutung und wie ist das in 2, 3 Jahren? Ist sie dann noch ganz normal oder kann sie sich weiter normal entwickeln? Sie hat ja jetzt Blut im Kopf, sagen Sie. Ja.
Aber für uns ist jetzt erstmal entscheidend, dass wir verstehen, warum es zu dieser Verletzung gekommen ist. Und in diesem Alter mit 6 Monaten ist es ja nicht so, dass sie selber irgendwo hochkrabbeln kann und schon wo runterfällt oder so. Und so eine Blutung würde nur dann auftreten und so ein kleiner Bruch, wenn eine relativ große Gewalteinwirkung auf den Kopf passiert. Und unser Assistenzarzt, der sie unten in der Ambulanz gesehen hat, hat mir jetzt nichts erzählt, dass sowas im Vorfeld jetzt irgendwie passiert wäre. Und das wäre die Frage, ob Sie sich erinnern können, dass relativ nah zu diesem Ereignis irgendwas passiert ist. Also tagsüber bin ich nicht zu Hause, aber... Ich war abends mit Freundin aus und sie war quietschfidel, als ich gegangen bin. Und dann hast du sie ins Bett gelegt und sie hat geschlafen. Völlig problemlos. Also sie war immer unter ihrer Aufsicht. Sie war nicht irgendwie mal eine Zeit lang alleine oder bei einer anderen Person. Nee, wir haben auch keinen Babysitter oder ähnliches. Eigentlich ist immer einer von uns beim Kind. Also von unserer Seite her ist es ganz klar eine große Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Und von daher müssen wir das schon nochmal genauer besprechen und das nochmal genau rekonstruieren, wie das abgelaufen ist. Ob nicht doch irgendwo eine Phase ist, wo das passiert sein kann. Und es muss eigentlich relativ, zumindest ein paar Stunden vor diesem Unfall oder höchstens einen Tag vorher gewesen sein. Wie viel vorher meinen Sie, muss sowas passiert sein? Kann das vielleicht vormittags in der Kindertagesstätte passiert sein? Oder, aber sie war ja danach, als du sie geholt hast, auch völlig normal, oder? Also mir ist nichts aufgefallen. Ne? Sie hat nur gesagt, dass sie öfters erbricht. Ja, das hat sie halt. Sie hatte einen Infekt in letzter Zeit, aber sonst... Und ansonsten war zu diesem Zeitpunkt keine andere Person in ihrer Wohnung oder im Raum. Mhm. Könnte das denn sein, dass jemand von Ihnen beiden Gewalt eingewirkt hat gegen Ihr Kind? Natürlich nicht. Was ist das für eine Frage? Wir lieben unser Kind. Ich muss Sie das halt fragen, weil das ist ja ein klarer Befund, den wir haben. Ja, okay, aber wir wissen nicht, wie das passiert sein kann. Und wir haben uns da, wir haben da nichts falsch gemacht. Dann denke ich mal, dass wir als allererstes jetzt mal auf die Intensivstation gehen. Ich werde Sie da begleiten. Ich werde Ihnen ganz genau zeigen, wo sie liegt, wie sie, an welche Monitore sie angeschlossen ist. Sie werden die Schwester kennenlernen, die sie im Moment versorgt. Und dann können wir da erstmal weiterreden. Es war klar, oder dass bestimmte, dass sie erstmal sehr besorgt sind und dann so ein bisschen die Schwierigkeit sie auf diesen Punkt zu bringen. Also wann spricht man es ganz konkret an, dass sozusagen, ob sie selber das Kind geschlagen haben. Und ich habe mich dann so entschlossen, das Ganze am Ende zu machen und es vielleicht einfach die Reaktion anzugehen, ohne nochmal weiter darauf einzugehen. Aber es war schon angespannt für mich natürlich, weil es eine realitätsnahe Situation war. Das war eine sehr ungewohnte Situation. Ich habe mich aber gut aufgehoben gefühlt, auch einfach weil sie gleich erklärt hat, wo das Kind ist, was passiert, dass wir auch schnell und zügig zum Kind gehen. Eine sehr eigenartige und komische Situation war eben mit dem Vorwurf konfrontiert zu werden, dass man selbst schuld ist an dem jetzigen Zustand des Kindes. Und das fand ich persönlich eher zwiespältig. Liegt irgendwie die ganze Zeit, finde ich, schon im Raum gestanden, der das Ganze irgendwie unangenehm gemacht hat. Also von unserer Seite her ist es ganz klar eine große Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Könnte das denn sein, dass jemand von Ihnen beiden Gewalt eingewirkt hat gegen Ihr Kind? Ich muss Sie das halt fragen, weil das ist ja ein klarer Befund, den wir haben. Man muss nach dem ersten Gespräch Informationen zusammentragen. Über die Lebenssituation der Familie, über die Entwicklung des Kindes, über den Entwicklungsstand. Man muss sich die Eltern-Kind-Beziehung anschauen, sie beobachten und beurteilen, vor allem mit Hinblick darauf, wie feinfühlige Eltern dem Kind gegenübertreten und ob sie die Bedürfnisse des Kindes erkennen können. Diese Gespräche werden in der Regel arbeitsteilig geführt von Ärzten, Sozialpädagogen, vom Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern in der Kinderklinik.
Mein Name ist Cornelia Seubert. Ich bin Sozialpädagogin im Dr. von Ambrosius Kinderspital und da im Sozialdienst tätig. Also die sind sehr anstrengend, diese Gespräche, weil, wie gesagt, die Gespräche in solchen Situationen nicht immer gleich ablaufen, sondern manche Eltern reagieren sehr ablehnend, sehr aggressiv, greifen einen sofort an und das ist, denke ich, einfach, man muss so sein Ziel vor Augen haben und das hilft dann einfach ein bisschen. Und dann kommt ein weiteres Gespräch mit den Eltern aufgrund dieser Informationssammlung. Das ist die zweite Szene, in der jetzt hier Ärztin und Sozialarbeiterin der Kinderklinik mit den Eltern ins Gespräch kommen. Herr Frau Fischer, wir haben ja nochmal einen Termin ausgemacht, dass wir uns heute nochmal unterhalten können. Und haben jetzt auch die Frau Seubert, die Sie ja schon kennen, vom Sozialdienst auch nochmal gebeten, dass sie mit dabei ist. Mhm. Sie waren ja gerade noch bei der Anna gewesen. Mhm. Es geht ihr jetzt auch schon deutlich besser. Und wir sind eigentlich auch schon ganz zuversichtlich, dass sie auch vielleicht von der Intensivstation bald runterkommt auf die Normalstation. Aber sie muss noch hier bleiben? Sie muss schon noch hier bleiben, ja. Mhm. Was wir aber gerne mit Ihnen jetzt nochmal besprechen wollten, ist, dass wir ja auch in den Gesprächen auf der Intensivstation uns eigentlich noch nicht ganz klar ist, wie es eigentlich zu dieser Verletzung gekommen ist. Und da wollten wir einfach, auch wenn es jetzt vielleicht unangenehm ist, dass wir das nochmal anfangen, aber wollten das einfach gerne nochmal durchgehen, weil wir einfach keine Erklärung dafür haben, weil von den Befunden her für uns muss eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf passiert sein. Und deswegen haben wir gedacht, wir gehen vielleicht die Situation an dem Abend oder an dem Tag nochmal durch, ob es nicht doch irgendeine Situation gab oder Ihnen selber noch irgendwas eingefallen ist, was vielleicht passiert sein könnte. Wir haben uns das eigentlich genauso auch schon überlegt und immer wieder darüber nachgedacht. Wir können uns aber, denke ich, beide nicht an einen Unfall oder irgendeine Gewalteinwirkung, wie Sie sagen, erinnern. Das ist definitiv nichts anders gewesen wie an allen Abenden oder Tagen davor. Zuvor. Wir können uns nicht erinnern, dass jemals irgendwas passiert wäre. Wir haben ja im Gespräch schon über ihr Kind gesprochen. Sie ist ja abends, wenn sie ins Bett gebracht wird, oft mal unruhig und nicht so, dass sie so schnell einschläft. Und es entstehen da immer wieder Situationen, wo sie immer wieder aufwacht und also doch auch irgendwo nicht so ganz ein einfaches Kind ist. Ja, aber nur weil sie kein einfaches Kind ist, heißt es doch nicht, dass wir sie gegen die Wand klatschen. Also ich bitte Sie. Ja. Es ist so, dass wir natürlich einfach eine Verletzung haben, die lebensbedrohlich war. Und wir natürlich mit Ihnen überlegen, wie kann es zu dieser Verletzung, zu dieser Verletzung gekommen sein. Und deswegen sind wir ja mit Ihnen im Gespräch. Also mein Mann und ich, wir können uns beide nichts vorstellen. Wir haben beide lange überlegt und haben auch den Abend lange noch besprochen. Und wir können es uns nicht erklären. Für uns bleibt halt die Problematik, dass wir aus medizinischer Sicht diese Verletzung nicht anders erklären können. Wenn es nur eine Blutung gewesen wäre, hätte man an eine Gerinnungsstörung oder irgendwie sowas denken können, dass es einfach auch ohne einen richtigen Trauma erstmal zu einer Blutung kommt. Aber mit diesem Bruch zusammen muss man davon ausgehen, dass es einfach ein richtiges Trauma gewesen ist. Und dann besteht für uns die Problematik, dass wir einfach weil wir sind natürlich für das Kind zuständig. Ja, und wir müssen uns darum kümmern, dass nicht nur das jetzt wieder gut verheilt, sondern dass es nicht nochmal zu so einer Verletzung kommt. Und dafür müssen wir natürlich verstehen, wie das passiert ist. Und von daher ist das schon eine schwierige Situation jetzt. Aber Sie glauben doch auch hoffentlich nicht,
dass wir wollen, dass unsere Anna in den nächsten 2 Wochen nochmal hier bei Ihnen auf der Intensivstation landet. Also das ist weder der Wunsch meines Mannes noch meiner, weil wir lieben unser Kind und das ist das Schlimmste, was uns passiert ist, dass unsere Anna fast gestorben wäre. Also da können wir nicht das Kind einfach so nach Hause entlassen, ohne dass wir dem Kind auch irgendwo Schutz geben. Kann man denn, das soll heißen, dass Sie uns unser Kind nicht wiedergeben wollen, oder was? Es ist so, dass wir nicht einfach den Befund so zur Seite schieben können und sagen können, wir geben Ihnen das Kind ohne Unterstützung oder ohne Gespräche oder so einfach mit nach Hause, ohne dass wir wissen, es kann nicht nochmal passieren. Ja, aber es ist doch unser Kind. Ich meine, wir bemühen uns alles zu tun, dass es ihm gut geht und ich verstehe nicht. Trotz ihrer Obhut ist es leider zu dieser schweren Verletzung gekommen. Ja, und was machen wir jetzt, wenn wir zu keiner Lösung kommen? Also es gibt verschiedene Dinge, die wir organisieren müssen, wo wir ins Gespräch kommen müssen. Das eine ist, wir wissen nicht, wer diese schwere Verletzung verursacht hat und müssen in dem Fall einfach auch andere Stellen mit einschalten, die auch ermitteln können. Was heißt andere Stellen? Wer? Das heißt zum einen eventuell die Kriminalpolizei, die einfach ermitteln kann. Die kann vor Ort schauen. Jetzt hören Sie mal, die Kriminalpolizei, Sie schieben uns jetzt hier auf die Anklagebank. Wir haben nichts getan. Nein, ich denke, wir sind im gemeinsamen Interesse. Wenn Sie selber sagen, es kann nicht in Ihrer Obhut passiert sein, muss es ja irgendjemand anders Ihrem Kind zugefügt haben. Und dann müssen wir doch, und dann ist es doch in Ihrem Interesse, dass wir rausfinden, wer das war. Also wir wollen ja nicht gegen Sie arbeiten, sondern mit Ihnen. Und wir müssen rausfinden, wer Ihrem Kind diese Verletzung zugefügt hat. Und es ist ja jetzt nicht irgendeine Schramme, sondern es ist eine lebensgefährliche Verletzung gewesen, die sich jetzt so gut quasi im Verlauf gezeigt hat, dass es ihr gut geht. Aber wir sollten das auf keinen Fall so tolerieren. Und wir können es auch nicht so stehen lassen. Und das wollen Sie ja auch nicht. Nein, natürlich nicht. Dann würde ich sagen, dass wir einfach diese Wege mal sozusagen bestreiten, dass wir da einfach diese Stellen von der Kripo und vielleicht das Jugendamt mit einschalten und da einfach zunächst mal Gespräche führen. Wir brauchen halt von Ihnen sozusagen die Zusammenarbeit, dass die Anna so lange bei uns in der Klinik bleibt, bis wir einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Und wie lange wird es Ihrer Erfahrung oder Einschätzung nach dann sein? Also ich meine... Also es ist so, dass wir die Zuständigen vom Jugendamt informieren, die hierher zu einem Gespräch kommen. Das Jugendamt jetzt auch noch? Also mit ihnen gemeinsam auch in Kontakt kommen und wir dann überlegen, unter welchen Umständen wir das Kind aus der Kinderklinik dann entlassen können. Ich weiß nicht, im Gespräch war es eben immer so ein Hin und Her zwischen es geht um uns und es geht ums Kind. Das war so ein bisschen schwierig irgendwie. Ich muss sagen, ich habe mich während des Gesprächs eigentlich schon immer sehr angegriffen gefühlt. Einfach weil unterstellt wird, man hat sein Kind so schwer verletzt, dass es fast gestorben wäre. Und nachdem wir auch gesagt haben, wir können uns an nichts erinnern, wurde da doch immer wieder nachgebohrt. Und es ist eigentlich eine sehr unschöne Situation. Aus der Erfahrung gibt es auch Leute, die man sehr nett fand am Anfang, wo die kamen, und die haben ganz furchtbare Sachen gemacht. Also man kann sich auf das ja nicht verlassen, dass nur weil jemand mir das immer wieder beteuert und er ist ein ganz toller Vater und er würde seinem Kind nie was antun und es gab nie Stresssituationen, heißt ja noch lange nicht, dass er es nicht in einer gewissen Situation doch gemacht hat und das jetzt einfach so weit weggeschoben, dass er mir das so ehrlich im Moment rüberbringt, weil er selber auch davon überzeugt ist, er hat doch eigentlich nichts gemacht. Und das ist... Ja, ist es natürlich immer eine Gratwanderung. Der Schutz des Kindes, wie kann ich den aufrechterhalten, ohne nochmal eine zweite Situation eben in Kauf nehmen zu müssen, dass das Kind wieder Verletzungen erleidet.
weil wir sind natürlich für das Kind zuständig. Ja? Und wir müssen uns darum kümmern, dass nicht nur das jetzt wieder gut verheilt, sondern dass es nicht nochmal zu so einer Verletzung kommt. Wir brauchen halt von Ihnen die Zusammenarbeit, dass die Anna so lange bei uns in der Klinik bleibt, bis wir einen gemeinsamen Weg gefunden haben. Das Ziel innerhalb der Klinik ist, andere Stellen mit dazuzuholen, die dann die Gespräche weiterführen, die Situation im Blick zu halten. Das ist in erster Linie das Jugendamt. Es gibt verschiedene Optionen, die im Einzelfall überlegt werden müssen. Und das Ziel ist, zu einer kontrollierten Risikoeinschätzung zu kommen, die die Sicherheit des Kindes gewährleistet, soweit es möglich ist, aber auch den Eltern Raum gibt, soweit vertretbar. Aus der Erfahrung gibt es auch Leute, die man sehr nett fand am Anfang, wo ich kam, und die haben ganz furchtbare Sachen gemacht. Also man kann sich auf das ja nicht verlassen, dass nur weil jemand mir das immer wieder beteuert und er ist ein ganz toller Vater und er würde seinem Kind nie was antun und es gab nie Stresssituationen, heißt ja noch lange nicht, dass er es nicht in einer gewissen Situation doch gemacht hat und das jetzt einfach so weit weggeschoben, dass er mir das so ehrlich im Moment rüberbringt, weil er selber auch davon überzeugt ist, er hat doch eigentlich nichts gemacht.